Ja. Okay. Autospeichern war Höhle des Wasserdrachen. Schnell speichern, laden. So kann ich das nicht gewinnen, das ist unmöglich. Tut mir leid, Leute, jetzt muss ich nochmal durch die Morpho durch. Und dann unten nochmal ein Quicksave machen und dann versuchen wir den nochmal. Das wäre eigentlich fast schon ein Endboss fürs Finale. Aber ziemlich ungewohnt, dass Morpho so viel Schaden machen. Wenn er alleine ist, dann ist, war der eigentlich ziemlich easy, der Bossgegner. Aber durch die Krabben und die Morpho, vor allem durch die Horden von Morphos. Okay, diesmal ist die Taktik dann etwas anders. Erst kommen, wenn die Kraben kommen, werden die zuerst weggeschlagen. Dann versucht einer von beiden den Krakentypen, den Krabbentypen festzuhalten, während alle anderen die Krabben töten. Systematisch. Erst wenn die Krabben weg sind, wird dann wieder auf den Riesen eingeprügelt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die Morphos bei ihm in der Kammer waren stärker als die hier jetzt. Obwohl, die machen Vorgrim und Ardo gut Schaden. Ja, ein bisschen heilen. Erhöht die Regeneration kurzzeitig. Aber Vorgrim, der hat verdammt viele Lebenspunkte, Vorgrim. So. Morpho sind alle weg. Quick Save. Und dann versuchen wir das Ganze eben nochmal. Die Zwischensequenz überspringe ich diesmal einfach. Gut. Du verausgabst dich diesmal nicht zu sehr, Frau Grimm. Wow, das war böser Schaden. Und da kommen schon die Krabben. Okay. Angriff! Nee. Vorgrim, du hältst ihn im Dings. Bei meiner Treu! Ja. Und die restlichen versuchen die Krabben aufzuhalten. Ja. Du nimmst gleich einen Heiltrank. Daneben schießen solltet ihr auch nicht. Du nimmst auch gleich einen Heiltrank.
Und Fyris, du heilst ihn mal. Was? Zusammenhalten! Den da. Okay, die Krabbe ist fast weg. Du schluckst mal deinen Einwärtssaft. Angriff! Ja? Ja? Wunde von Ardo weg. So, zweite Krabbe weg. Jetzt können wir hier... auf den da drauf. Kugelblitz und Meisterschütze. Und du Sturm. Noch ein Wuchtschlag. Okay, der ist gut gepanzert. Oh, oh, oh. Ardo. Heiltrank. Fyris. Ardo heilen. Kugelblitze hinterher. Diesmal könnte es was werden. Okay, wir haben schon mal 150 von ihm runter. Ardo, du kannst ruhig weiter draufschlagen. Zusammenhalten. Ja. Oh ja, Brandsalbe. Angriff! Und die da benutzen wir jetzt auch mal. Nein, nicht aggressiv. Ardo, so. Ardo, geh mal auf die Morphos los. Zusammenhalten! Ich gehe auch am besten auf Morphos los. Und diesmal gucken wir, dass wir sie schnell weg loswerden. Sehr gut, ein Morpho weniger schon mal. Der Seite, der da ist auch fast weg. Versimos Schild, reicht das leider nicht. Okay, wie viele... Wir krabbeln genug rum. Ja. Bei Angriff schwach! Ja. Guck zuerst, dass wir die Morphos loswerden. Achtung! Weiche! Wie viele sind das von denen noch? Mach mal einen Befreiungsschlag vor, Grimm. Ei. Okay, jetzt ist das Riesenvieh hinter mir her. Das ist weniger gut. Habe ich einen Einbeersaft oder sowas? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Warum sollte ich sowas auch... Ach doch, ich habe einen. Aber ich kann ihn nicht nehmen. So, jetzt kann ich ihn nehmen. Weil das Vieh hinter mir her ist. Wie viele Morpho leben noch? Nur noch der eine. Bei meiner Treu! Nein, da ist noch einer. Ich wieder auf das Vieh. Kugelblitze feuern. Ja. Fyris kann auch wieder auf das große Vieh losgehen. Und Vorgang kann einen Wuchtschlag machen. Ja. Zusammenhalten!
Okay, wir haben schon zur Hälfte runter. Ja, den Tagebucheintrag kenne ich. Feiris hat keine Munition mehr. Brandpfeile. So. Ha! Achtung! Ja. Vorgrim noch ein Schleifstein. Ja. Arden noch ein Schleifstein. Für den Kaiser! Und es brennt das Vieh. Sehr schön. Und Brand macht bei ihm sogar sehr gut Schaden. Vorgrim trinkt zur Sicherheit einen Einbeersaft. Ja. Und dann machst du noch nach dem Einbeersaft noch mehr Morpho. Seid ihr jetzt verrückt geworden oder was? Angriff! Ja, das kann jetzt ins Auge gehen. Ja. Attacke! Bei meiner Treue! Was? Aber sicher. Ha! Nein, du sollst. Nein. Weiche! Sehr gut. Die eine Krabbe ist schon gleich weg. Was soll ich jetzt machen? Ich jetzt nur machen? Na? Krabbe Nummer 1 ist weg. Ja. Ardo, Heiltrank. Nein, nicht gut. Was? Angriff! Nicht schon wieder auf mich. Geh weg von mir. Das ist weniger schön. Nein, was? Ardo. Einbeersaft. Ja. Ja! Vorgrim haut das Ding. Ei? Feiris, Heil, Vorgrim. Ich trinke einen Bärsaft. Ja. Ja. Feiris ist umzingelt von Morpho. Das ist auch nicht gut. Feiris trinkt einen Heiltrank. Trink ihn schnell, den Heiltrank. Mhm. Du trinkst den. Was? Vorgrim trinkt den. Und ja? Vorgrim, geh auf die Krabbe da. Nein, trink erst den Heiltrank. So. Ei. Feiris. Was? Attacke! Und ich suche das weiter. Und zwar ganz, ganz schnell. Feiris, ja? Trink noch einen Trank. Ja. Ardo, das da. Was? Auf, auf! Vorgrim kippt bald um. Der kann nur noch eine Wunde. Was? Und ich habe das Vieh an den Fersen. Das ist auch nicht gut. Hat Feiris schon ihre Munition verschossen? Nein. Das kann man nicht vergessen. Tut mir leid, Leute. Ich lade meinen Quicksave nachher neu. Und dann lassen wir das hier mit dem Tempel erst einmal. Ich glaube, ich brauche hierfür eher Kuano mit seinem Sternenstaub.
Deswegen, und bessere Fähigkeiten, deswegen lassen wir das hier erst einmal und schieben das Ganze zum Schluss auf. Also, bis dann.